Heyo Leute, was geht? Und heute zeige ich euch in GTA Online, wie ihr in alle möglichen in der Story begehbaren Gebäude auch in GTA Online wieder reingehen könnt. Besonders bei dem Glitch ist, dass er auch mit der Version 1.14, also dem neuesten Patch, kompatibel ist. Als Beispiel nehmen wir zuerst Michaels Haus, um da reinzugehen. Dazu stellt ihr euch einfach vor die Tür des Hauses und wählt euer Telefon aus und hebt das meiste Geld von der Bank ab. Ihr müsst ja nicht das gesamte Geld abheben, sondern nur so viel, bis ihr ungefähr nur noch 200.000 Dollar habt, denn damit werdet ihr dann im nächsten Schritt keine Probleme haben. Wenn ihr das ganze Geld eingezahlt habt, dann geht ihr auf Dynasty 8 und bestellt euch ein Apartment. Allerdings keine Angst, ihr werdet das Apartment nicht offiziell kaufen, sondern ihr klickt nur auf Immobilie anliefern und dann kommt die Nachricht, dass ihr nicht genug Geld habt und dann drückt ihr den linken Stick nach vorne und drückt danach direkt X und dann geht ihr auch schon kurzzeitig in das Haus hinein und werdet erstmal in den PlayStation Store hineingespawnt. Ihr spammt demnach nur noch die Kreistaste, um wieder aus dem PlayStation Store rauszukommen. Und wenn ihr dann wieder da seid, dann könnt ihr auch sehen, dass ihr in Michaels Haus drin seid. Und ihr könnt natürlich auch alle Räume in diesem Apartment betreten und alles Mögliche erkunden, was man auch im Story-Modus machen konnte. Der einzige Nachteil ist, dass ihr aus dem Apartment nicht mehr so einfach rauskommen könnt. Jedoch ist das nicht so schlimm. Dazu wählt ihr einfach genau denselben Schritt, wie ihr in das Apartment reingekommen seid. Nämlich durch das Spawnen in den PlayStation Store könnt ihr dann wieder aus dem Apartment rausgehen, wenn ihr euch allerdings an eine Tür gestellt habt, die auch im Story-Modus zu öffnen war. Und hier könnt ihr alle möglichen schönen Räume sehen, wie natürlich Tracys, Jimmys und das Schlafzimmer. Somit könnt ihr in alle möglichen Bereiche reingehen. Und das funktioniert natürlich auch bei den anderen Apartments, wie zum Beispiel, wie ihr jetzt sehen könnt, in Franklins neuem Luxus-Apartment, was ich persönlich richtig geil finde, denn da kann man sich auch mit einigen Freunden treffen. Wenn ihr alle diesen Glitch ausprobiert, dann könnt ihr euch gemeinsam hier in diesem Apartment treffen und ein bisschen rumchillen. Leider könnt ihr Aktionen wie zum Beispiel Fernsehen oder Wein trinken nicht ausführen. Das ist allerdings, finde ich, nicht so schlimm. Das könnt ihr natürlich auch in euren eigenen Apartments machen. Wenn ihr also denkt, dass das Rumchillen in eurem Apartments zu lang ist, dann könnt ihr natürlich auch alle möglichen Apartments, die in der Story begehbar sind, auch auswählen und damit euren Freunden ein bisschen chillen. Wenn euch dieser Glitch gefallen hat, dann bitte hinterlasst ein Like da. Und ich möchte mich auch an euch bedanken, dass ihr mich wirklich so heftig unterstützt habt, was das letzte Video angeht. Zu der Diskussion um die Banküberfälle, ich danke euch wirklich, dass ihr mich so stark unterstützt, dass ihr hier als Gemeinschaft zusammenhält, das finde ich richtig klasse von euch. Und deshalb hoffe ich, dass wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Ciao!